Endlich ist sie wieder zurück. Unsere Weltsensation. Wir haben sie vorgestellt in Berlin auf der IFA. Und wir hatten alle neugierigen Blicke, aber nicht nur alle neugierigen Blicke, sondern auch die komplette Fachpresse auf unsere Seite. Es ist eine absolute Sensation. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sehen etwas, was Ihnen gefällt, fotografieren es ab und drucken es sich in 3D aus. Oder liebe Frauen, Ihr Designer, Lieblingsschuh, ja, plötzlich bricht der Absatz ab. Seien Sie nicht traurig, wissen Sie was? Wir drucken Ihnen einfach neu, ist gar kein Problem. Oder eine Handyschutzhülle. Sie haben da so was Bestimmtes im Kopf und wollen sich das verwirklichen in 3D? Och, ist doch kein Problem, drucken Sie es einfach aus. Sie denken jetzt wahrscheinlich, was rede denn die Anne da für verwirrtes oder für wirres Zeug? Sie denken, das ist die Zukunft? Willkommen, wir sind schon in der Zukunft angekommen, ne, lieber Carsten? Es ist genial. Es ist wirklich absolut genial. Ich finde es nur ganz witzig, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen aussehen, von den Herren und von den Damen. Die Herren machen meistens so ganz praktische Dinge, wie irgendwelche Figürchen zum Beispiel, ne? Modellbau, genau. Und sowas alles. Und die Mädels fangen natürlich dann immer an mit Absätzen und vielleicht mal Schmuckdesignen und all solche Geschichten. Aber so, dafür mögen wir die Mädels doch, oder? Was sie hiermit natürlich tun können, ist wirklich eine absolute Sensation. So einfach wie die Handhabung eines Tintenstrahldruckers oder eines Laserdruckers, nur dass Sie hier jetzt eben kein Bild mehr ganz ordinär aufgedruckt auf einem DIN A4-Blatt bekommen. Sie bekommen Ihr Objekt im dreidimensionalen Raum, das heißt eine fertige Skulptur und das in einer Größe übrigens, die uns erstmal einer nachmachen muss. Im industriellen Bereich kennt man sowas schon lange, ja. Für den Privatmann unbezahlbar. Wir haben den ersten einsatzfertigen 3D-Drucker überhaupt exklusiv, genau, hier bei uns bei Pearl. Jetzt werden Sie bestimmt denken, na Moment mal, so 3D-Drucker, Gott, das ist jetzt nichts Neues, habe ich schon mal bei eBay irgendwo gesehen. Schauen Sie bitte genauer hin, denn unser ist der erste voll einsatzfähige 3D-Drucker, das heißt kein Bausatz und aber auch keine billigen Pressspanplatten. Ja, so wie er hier steht, so wie Sie es im Film sehen, so kommt er zu Ihnen nach Hause. Das heißt, auspacken, loslegen, Punkt. Und das ist wirklich exklusiv für uns hier hergestellt worden, ja, in Deutschland hergestellt. Und jetzt kommt es ist ein Sensationspreis. Wir werden nachher noch mal ein bisschen darüber reden, über den Preis, weil es ist wirklich genial. Wir haben nachher auch noch mal einen kleinen Beitrag für Sie, ob sich sowas überhaupt für Privathaushalte lohnt. Du hast gesagt, die Industrie nutzt sowas schon seit Jahren. Lohnt sich sowas auch für Privathaushalte? Ich kann nur sagen, ja, Begründung folgt später. Ja, Sie sehen natürlich hier ein Stück weit die Zukunft vor sich. Also die Fachleute aus der Branche sagen, dass wir da in ungefähr 10 oder 15 Jahren wahrscheinlich auch schon andere Materialien als ein hochwertiges ABS-Kunststoff beispielsweise verwenden können, um ganze Autoteile zum Beispiel, Motorelemente und so weiter, einfach dreidimensional auszudrucken. Im Kleinen geht das heute schon und wir verwenden tatsächlich hier für unsere 3D-Drucke, das gibt übrigens mal das Modell einer Freiheitsstatue, die man sich sehr schön als Modell also auch in den Schrank stellen kann oder vielleicht mal verschenken kann, wenn man das möchte. Dieses ABS-Kunststoff ist wirklich ein sehr widerstandsfähiges, ein sehr robustes Material, fast vergleichbar mit dem Härtegrad eines Knochens, Tierknochens zum Beispiel. Und das Schöne ist, dass wir hier also unterschiedliche Farben anbieten. Ein Kilogramm des weißen ABS-Filaments ist hier schon mit dabei. Und das, was die Düse hier macht, die spritzt also wirklich in ganz feinen Fasern diesen ABS-Kunststoff in diese eigentliche Form hinein. Das heißt, du musst also keine normale Form mehr ausschnitzen oder in eine bestimmte vorgefertigte Form hineingießen. Du druckst wirklich das fertige 3D-Element, wie zum Beispiel auch mal so eine Schachfigur, die wir gerade gesehen haben. Auch das ist möglich. Du zeigst gerade das ABS-Filament. Das ist das ABS-Filament. Das ist jetzt eine andere Farbe, als mitgeliefert wird. Aber wenn Sie sagen, blau ist toll, kommen wir später noch dazu. Mhm. In weiß wird es mitgeliefert, ein Kilo. Das ist jetzt das ABS-Filament. Das ist ja momentan noch hauchdünn. Man kann sich das so vorstellen wie eine Heißklebepistole. Das heißt, es wird später aufgeschmolzen und dann mittels dünnen Fäden entsteht dann wirklich Schicht für Schicht Ihr Produkt, was Sie gerne ausdrucken wollen. Und wir haben schon mal ein paar Sachen hier ausgedruckt. Ob das jetzt hier der Handyständer ist, ja, sieht das natürlich auch sehr stylisch aus. Ist auch rucki-zucki gemacht. Das ist wirklich eine Sache von einer Stunde oder zwei maximal. Oder hier mal eben ein original spanischer Stier, ja, der bereit ist zum Kampf. Oder mal eben eine Trillerpfeife, die auch funktioniert. Oder ein Stiftehalter, ja. Oder hier mal. Oder drucken Sie doch mal Ihr Gesicht aus. Also das ist genial, was man hiermit alles machen kann. Oder ich finde es zum Beispiel
Vielleicht haben sie sich eine Küche gekauft und ihnen gefallen die Türgriffe nicht, ja? Mhm. Kann ja mal vorkommen. Ist auch egal, dann drucken sie sich einfach einen Türgriff ihrer Wahl aus. Ja. Also, ich finde das Thema echt irre und spannend. Wir könnten da wirklich stundenlang vor allem darüber reden, was man sich alles ausdrucken könnte. Ja. Nein, eigentlich muss man nicht sagen, was, sondern es gibt ja eigentlich nichts, was ich hiermit nicht ausdrucken kann, oder? Das ist richtig. Und wenn Sie mal im Internet schauen beispielsweise, einfach mal googeln, was es da so alles an Möglichkeiten gibt. Es gibt mittlerweile Millionen, zig Millionen von verschiedenen Vorlagen, ja. Die meisten kostenlos. Die Herrschaften, die das entwickelt haben, sind da sehr, sehr stolz drauf. Und Sie laden sich das im STL-Format einfach runter, direkt auf die Karte drauf, bestücken den Drucker damit und schon gibt das gute Stück Gas, ist die PV8600 und die 569, ja. Für den ersten einsatzfertigen 3D-Drucker zum bezahlbaren Preis. Das ist jetzt sozusagen das Basic-Set, ja? Also mit Drucker, da kann man sich dann wirklich die Sachen, die hier schon vorinstalliert sind, ausdrucken. Mit der PV8600 und der 569 für den Wahnsinnspreis von unter 800 Euro. Ja. Wir haben jetzt aber noch zwei weitere Drucker. Wir kommen jetzt zum zweiten Drucker. Was ist ja. Da jetzt der große Unterschied? Im Drucker an sich gibt es keinen Nichts. Unterschied. Also der Drucker, den unsere Zuschauer zu Hause nach Hause geliefert bekommen, wird so geliefert, wie Sie ihn jetzt hier sehen. Zugegebenermaßen noch mit der Klappe hier vorne, weil das ein staubdichter und in sich geschlossener Bereich sein soll. Obendrauf kommt auch noch eine Deckplatte drüber. Das heißt also, hier haben wir es nur aus Präsentationszwecken offen gelassen. Mhm. Sie bekommen aber im zweiten Set, wenn das für Sie von Interesse ist, auch noch die sogenannte Trimodo 3D-Software mit dazu, weil die Elemente, die man von mir aus dem Internet findet oder auch selber entwickelt, sicherlich interessant sind. Mitunter möchte man sie aber auch etwas verändern. Ja. Von mir ja. Mal die Flügel größer machen oder bei so einem Stier die Hörner etwas vergrößern, die Beine länger, den Kopf kleiner, was auch immer Sie machen möchten. Und das funktioniert natürlich mit dieser Software absolut perfekt. Wir sehen Ausschnitte davon. Also das wäre jetzt diese 3D Bearbeitungssoftware und geht, wenn man das dann einmal auch drin hat, relativ einfach, ne? Das ist also wirklich selbsterklärend. Ich war selber überrascht. Ich dachte mir, um Gottes Willen, brauche ich da jetzt ein Maschinenbaustudium oder muss ich da jetzt 10 Jahre als 3D-Entwickler irgendwo in einer großen Firma gearbeitet haben? Nein, ich habe mir den Drucker angesehen, ich habe mir die Software angesehen und ich war überrascht, wie einfach und wie schnell ich tatsächlich damit zurechtgekommen bin. Mhm. Ich habe die ersten Ergebnisse nach ein paar Minuten schon hinbekommen. Und das Schöne ist, du kannst den Drucker also jederzeit auch völlig autark von deinem Rechner arbeiten lassen. Du ziehst dir einfach das, was du haben möchtest. Wir sehen hier gerade, wie zum Beispiel mit der Software auch mal hier ein Gegenstand verändert werden kann. Du kannst hier einfach nur dein Lieblingsobjekt auf die 1-Gigabyte-Karte draufpacken. Die liefern wir übrigens mit. Ja, das wird doch ein gefährlicher Stier. Ja, dann drückst du auf Start und los geht's. Ja, ganz schön spitze Hörner hier, der Stier. Während wir uns jetzt mal anschauen, wie hier der Stier verändert wird mit dem 3D-Bearbeitungsprogramm, möchte ich Ihnen jetzt wirklich gerne mal vorlesen. Ich habe ja vorhin gefragt, lohnt sich das Ganze für Privathaushalte und die Ship Online? Können Sie auch gerne im Internet nachlesen unter shiponline.de, hat da mal eine Umfrage gestartet. Umfrage 3D-Drucker auch für Privathaushalte. Und das möchte ich jetzt in der Zwischenzeit gerne mal vorlesen. Mhm. Eine aktuelle Studie der Michigan Technology University hat ergeben, dass sich die Anschaffung eines 3D-Druckers für einen Haushalt bereits nach einem Jahr selbst finanzieren könnte. Grundlage für die Studie waren 20 gewöhnliche Haushaltsgegenstände wie Handyhüllen, Duschköpfe und Küchenutensilien. Mhm. Mhm. Diese wurden in ihren Anschaffungskosten via Google Shopping berechnet und mit den Kosten für die Eigenproduktion durch einen 3D-Drucker verglichen. Der Kauf der Produkte würde zwischen 235 und 1465 Euro kosten. Die Produktion per 3D-Drucker hingegen nur etwa 13 Euro. Berücksichtigt man noch die Anschaffungskosten für den 3D-Drucker, könnte sich dieser bereits in einigen Monaten bis wenigen Jahren rechnen. Mhm. Ist natürlich hier auch wirklich sehr interessant, das mal zu lesen. Klar, bei den einen ist es mehr. Also wenn Sie jetzt so eine Shopping-Queen sind wie ich, dann lohnt sich sowas definitiv. Ja? Also das ist schon genial. Und wenn man überlegt, was man hier mit sich alles ausdrucken lassen kann, das ist der Wahnsinn. So, Pressestimmen haben wir natürlich auch dazu und ja. Die Presse hat sich wirklich überschlagen, ist voll des Lobes. Wir haben unter anderem den IFA Preview Award von den internationalen Journalisten bekommen. Jetzt ist die IFA schon eine Weile her, aber trotzdem ist die Fachpresse nach wie vor voll des Lobes. Ja, also zum Beispiel auch die Kaufempfehlung oder neues24.com, da sehen Sie hier gerade eingeblendet. Da haben wir eine Kaufempfehlung bekommen. Dann ging es weiter mit Presseauszeichnung von der PC Magazine in der Ausgabe September 2013, also auch sehr aktuell. Da haben wir das Testurteil sehr gut bekommen.
Der FreeSculpt 3D-Drucker erzeugt beeindruckende Ergebnisse. Und PC Go schreibt übrigens auch, Testurteil sehr gut in der Ausgabe September 2013. Wer sich für 3D-Druck interessiert, kann hier bedenkenlos zugreifen. Und das von der Fachpresse, bedenkenlos zugreifen. Ja. Weil das ist ja immer auch so die Angst eines Kaufes. Lohnt sich das? Kann ich da bedenkenlos zugreifen? Und wenn das sogar schon die Fachpresse schreibt, und die nehmen ja bekanntlich kein Blatt von Mund, dann ist es wirklich so. Unten im Award haben wir auch noch dafür ausgezeichnet bekommen. Also besser kann es nicht laufen. Also die Presse ist voll des Lobes. Unsere Kunden kommen eigentlich gar nicht mehr los von dem guten Stück hier. Viele haben tatsächlich den Drucker schon permanent im Einsatz, ob es jetzt Kreative sind oder einfach nur Menschen, die tatsächlich einfach Haushaltsgegenstände nachdrucken möchten. Eben der Knopf von der Küchenzeile zum Beispiel, der Absatz vom Schuh, egal ob Männlein oder Weiblein, ob das verschiedene kleine Modellbaugeschichten sind. Zum Beispiel können Sie auch Ihr Haus fotografieren und das in Miniatur ausdrucken im dreidimensionalen Bereich. Mhm. Wenn Sie so eine Eisenbahn beispielsweise zu Hause stehen haben, ist das eine ganz tolle Geschichte. Sie können auch größere Elemente übrigens damit drucken, dann vielleicht auch in Einzelteilen, und grundsätzlich kann man den ABS-Kunststoff im Nachhinein natürlich auch noch bearbeiten. So ein feinkörniges Schleifpapier ist da durchaus sinnvoll. So ein bisschen was an Bearbeitungsmaterial liefern wir mit. Man kann es natürlich auch jederzeit anmalen, wenn einem die Farbe nicht gefällt, wenn man noch ein paar farbliche Akzente setzen möchte. Also Ihrer Kreativität sind keine Grenzen mehr gesetzt. Wir haben gerade noch eine coole Handyschale gesehen. Das war echt cool. Ja, man kann sich natürlich auch gleich einen Bund ausdrucken lassen, die dazugehörigen Artikelnummern zeigen und nennen wir ihn später noch. Mhm. Man könnte zum Beispiel auch Puppenmöbel ausdrucken oder beispielsweise auch so, weil die Idee ist mir auf der IFA in Berlin gekommen, da habe ich gesehen, jeder hat so die Visitenkarten ausgetauscht. Ja. Und meistens ist ja dann doch so, man nimmt sich die Visitenkarte, die landet auf den Stapel von den anderen Leuten, ja, und irgendwann hat man keinen Wiedererkennungswert mehr, man weiß nicht, wem gehört welche jetzt. Drucken sich die doch einfach mal in 3D, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder Einladungskarten oder sonstige Geschichten oder auch gern mal so Türgriffe oder Spielfiguren für Kinder. Ja, nicht zu klein drucken wegen der Verschluckungsgefahr, aber ich meine, wenn man überlegt, wir haben ja schon eine stolze Größe, die wir hier auch ausdrucken können. Es ist einfach nur genial. Die meisten 3D-Drucker, die Sie übrigens als Bausatz zum Teil bekommen können, für ähnliche Konditionen übrigens, die Sie aber dann noch zusammenbauen müssen, wo man wirklich ein Maschinenbaustudium braucht, kommen vielleicht so auf 12 mal 12 cm in der Größe. Mhm. Wir haben ein Größenverhältnis von 22,5 mal 14,5 mal 15 cm und wir haben sogar ein ganzes Auto damit ausgedruckt. Ja, haben die einzelnen Teile dann später zusammengesetzt und es ist richtig toll geworden. Liegt leider bei unserem Einkäufer drüben bei Pearl. In der nächsten Sendung zeige ich es Ihnen gerne mal. Übrigens, die Trimodo 3D-Software liegt normalerweise im VK bei knapp 300 Euro. Hier ist sie im Komplettpaket mit enthalten. Genau, die Bestellnummer hierfür ist die PV8610 und die 569. Unser 3D-Drucker inklusive dieser hochprofessionellen 3D-Software namens Trimodo 3D. Mhm. Und das für einen Wahnsinnspreis von unter 900 Euro, wenn man überlegt, allein dieser 3D-Drucker hat schon einen Warenwert von über 2000 Euro. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Modell. Das ist so das professionellste von allen. Ja. Das ist der 3D-Drucker plus Kopierer mit Scanner. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie haben eine Brille. So, haben sich draufgesetzt, Brillenbügel kaputt gegangen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, zum Optiker zu gehen und sich das nachmachen zu lassen, ja? Oder Sie scannen einfach Ihren Brillenbügel ab und lassen ihn sich für eigentlich ein paar Euro nachdrucken. Soll ich Ihnen was Cooles verraten? Ja, Sie brauchen dafür noch nicht mal irgendetwas Außergewöhnliches. Alles, was Sie brauchen, ist den Drucker, unser Softwarepaket mit zwei verschiedenen Softwarelösungen drin und eine handelsübliche Digitalkamera. Werden Sie wahrscheinlich noch zu Hause haben, zur Not leihen Sie sich eine. Und jetzt möchten wir Ihnen ganz gerne mal zeigen, wie so etwas aussehen kann, wenn man wirklich ein Objekt seiner Wahl einfach mal in dreidimensionaler Form ausdrucken möchte. Und da haben wir einfach mal den Spezialisten über die Schulter geschaut. Rechts sehen Sie das Objekt, was wir tatsächlich dreidimensional ausdrucken möchten. Sie haben ihn wahrscheinlich erkannt. Das ist der Stier, der hier auch schon vor uns steht. Und das ist die Platte, das ist quasi eine Freistellerplatte, die wir hier haben. So, und alles, was Sie jetzt noch machen müssen, ist Fotos von Ihrem Objekt zu schießen. Ich glaube, 3 oder 4 Fotos sollten es minimal sein. Je mehr Fotos, desto besser. Der Computer rechnet das dann später in den dreidimensionalen Raum um. Wir sehen das hier, wie das ganz gemacht wird. Da muss also auch nichts auf ein Stativ gestellt werden oder was. Man nimmt sich einfach verschiedene Positionen mit der Kamera und fotografiert. Übrigens haben wir auch eine sehr ausführliche deutsche
deutschsprachige Bedienungsanleitung mit dabei, wo die einzelnen Schritte nochmal separat auch sehr gut bebildert erklärt werden. Ja, und wenn Sie dann das Objekt fertig haben, kommt das entsprechend in den Computer hinein und wird dann mit der Software bearbeitet. Wir haben zwei verschiedene Softwarepakete mit dabei. Das eine Paket ist das Trimodo 3D, was Sie gerade schon gesehen haben, zum Verändern der Objekte. Kommt auch später hier nochmal zum Tragen. Ja. Und die zweite Software nennt sich TriSketch 3D. Das ist im Prinzip die Software, die ich brauche, um das Objekt meiner Wahl in den dreidimensionalen Raum hineinzubringen, sprich in den Rechner zu bringen, dass der Computer später ausdrucken kann. Übrigens, diese Trimodo 3D-Software, die hat alleine schon einen Warenwert von 300 Euro. Und dann noch diese TriSketch, die du gerade genannt hast, auch die hat alleine schon einen Warenwert von 500 Euro. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist alles jetzt im Set mit enthalten und natürlich der 3D-Drucker an sich. Richtig, ganz genau. Übrigens, ganz kurz, was wir gerade gesehen haben, jetzt muss man natürlich das Objekt noch freistellen. Das heißt also, die einzelnen Punkte, die Sie gerade gesehen haben, die werden manuell entfernt. Kann man aber übrigens auch so einstellen, dass das alles automatisch passiert. Wir möchten es Ihnen einfach nur mal ein bisschen ausführlicher zeigen, dass Sie auch ein Stück weit die Scheu vor der Software und von dieser Technik verlieren, weil es wirklich absolut selbsterklärend ist, was wir hier haben. Hier wird es gerade manuell entfernt. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Sie machen es eben von der automatischen Einstellung her. So, und wenn ich dann das 3D-Objekt als 3D-Objekt im Rechner drin habe, dann kommt natürlich auch im nächsten Step dann auch die sogenannte Trimodo 3D-Software zum Tragen, die wir gerade bei unserem zweiten Paket schon kennengelernt haben. Ja. Wenn mir jetzt das Objekt noch nicht so hundertprozentig gefällt, ein bisschen was Individuelles möchte ich reinbringen, dann kann ich so einen Stier natürlich verändern. Entweder den Korpus vergrößern, ein bisschen kräftiger machen, die Hörner was länger oder von mir ist den Stets was länger, ganz so wie ich das eigentlich halten möchte. Das ist schon interessant, ne? Sowas mal zu sehen, wie das auch entsteht vor allen Dingen. Kann man übrigens auch schöne Geschenke mit erzeugen, wenn ich mir jetzt vorstelle, sein eigenes Gesicht mal ausdrucken. Ja? Oder du hast ja nun auch einen Sohn, dass du zum Beispiel das, was er dir gemalt hat, dass du das einfach mal in 3D ausdruckst. Diese Möglichkeit besteht ja auch. Oder natürlich auch hier unser 3D ausgedruckter Stier. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich sehr hoch. Wie gesagt, es gibt eigentlich nichts, was Sie nicht mit ausdrucken können. Ja. Und vor allem, man wird dann auch richtig kreativ. Ja? Man will immer mehr entwerfen, dann natürlich auch in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen und. Das ist genial. Das ist schon genial. Und vor allem auch, wie sauber der gearbeitet ist. Ne? Das ist der Punkt. Also das ist wirklich eine ausgesprochen perfekte Lösung, die wir hier für Sie haben. Wenn man sich mal anschaut, wie detailverliebt das kommt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen zu Hause rüberkommt. Die Augen, die Hörner, die Nase hier. Schon quasi die ganze Struktur des Fells, sogar die einzelne Haarstruktur, die Faserstruktur hier hinten am Schwanz dieses Stieres hier, ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich, wir haben tolle Modelle ausgedruckt. Sie werden Ähnliches schon zu Hause ausprobiert haben. Ob Sie die übrigens hohl oder mit einer gewissen Grundstruktur im Inneren ausfüllen, das ist völlig Ihnen überlassen. Da macht die Software wirklich alles Mögliche mit Ihrer Kreativität. Ist wirklich keine Grenze gesetzt. Die kann jetzt natürlich auch mal, klar, dass der Stier jetzt vielleicht nicht... Super. Noch so ein oder anderes kleines bisschen hat, wo man noch dran arbeiten kann. Mhm. Dafür gibt es aber noch das dafür vorgesehene Werkzeug. Das wird Ihnen mitgeliefert, zur nachträglichen Bearbeitung unseres Stiers oder Ihrer Objekte. Ganz einfach, wirklich super Geschichte. Habe ich noch nie wirklich gebraucht. Das, was ich habe, so ein feinkörniges Schleifpapier zu Hause, um die Oberfläche einfach hier noch so ein bisschen glatter zu machen, wenn ich das möchte. Wobei der Drucker also wirklich so zuverlässig arbeitet, dass man hier wirklich diese ganzen Feinheiten hervorragend erkennen kann. Sehr, sehr schön. Und eben durch die Softwarelösungen, die wir haben es Ihnen gerade ein wenig ausführlicher gezeigt, jederzeit die Möglichkeit für Sie, das Ganze auch nochmal zu bearbeiten, von der Größe zu verändern, von mir aus auch mal eine Karikatur draus zu machen, gerne mit großen Ohren oder mit einer langen Nase oder was auch immer Sie machen möchten. Ganz egal, ob Sie es seriös oder ein bisschen scherzhaft betreiben möchten, so ein Drucker lohnt sich allemal. Und wenn Sie Kinder oder Enkelchen haben, ist das bestimmt mal ein Highlight. Ja. Ich erinnere mich immer noch an die Zinnsoldaten in der Werkstatt meines Onkels. Der Mann war viele Jahre Steinmetz, wir haben immer Zinnsoldaten gegossen. Für mich als Kind immer eine blanke Katastrophe, weil ich immer 5 Meter Abstand halten musste. Hier kann ich mit der Nase oben drüber stehen und mir anschauen, wie mein Objekt Schicht für Schicht immer mehr Formen annimmt. Und was glauben Sie, was das für ein Aha-Gefühl ist, wenn Sie das erste Mal ein selbstdesigntes 3D-Objekt oder das Objekt Ihrer Begierde als dreidimensionales Objekt in Händen halten. Das ist ein Highlight, definitiv. Das ist genial, vor allem, was wir damit auch ausgelöst haben für ein Hype. Ich meine, du warst ja auch mit in Berlin auf der Messe, auf der IFA.
Und am ersten Tag, wir haben es vorgestellt, da hat die Berliner Morgenpost darüber berichtet, das Hamburger Abendblatt, ja, also wirklich jegliche Fachpresse, die es da gab, war mit am Stand und war begeistert. Auch die Menschen standen herum und haben rumgeschaut. Wir blenden Ihnen auch gerne nochmal die Fachpresse ein. Hier unser IFA Preview Award, den haben wir verliehen bekommen. Das heißt also, Journalisten unterschiedlichster Medien zeichnen auf den Previews besonders innovative und designorientierte Produkte aus. Auch dafür dann natürlich hier eine Kaufempfehlung von Neues24.com. Die haben gesagt, bedenkenlos kaufen. Und weiter ging es dann natürlich auch hier mit dem PC Magazine. Da haben wir die Gesamtnote sehr gut bekommen, ja. Und so ging es dann weiter. Hier PC Go in der Ausgabe 09/2013. Testurteil sehr gut. Wer sich für 3D-Druck interessiert, kann hier bedenkenlos zugreifen. Also es ist schon genial. Und vergleichen Sie ruhig auch mal im Internet. Sie werden wirklich für diesen Preis keine fertigen Bauobjekte bekommen. Also wirklich nur dann wirklich Bausätze, die man selber zusammenschraubt. Und ganz ehrlich, also selbst wenn Sie ein bisschen technisch versiert sind, einen 3D-Drucker zusammenschrauben ist schon gefährlich. Ne? Weiß ich nicht, ob wir Ihnen das zumuten wollten. Spielt keine Rolle, denn dieser Drucker kommt einsatzfertig zu Ihnen nach Hause. Ich bin versucht, von Plug and Play zu sprechen. Das heißt, so wie er hier steht, so kommt er zu Ihnen nach Hause. Sie können sich vielleicht, wenn Sie heute bestellen möchten, schon mal Gedanken machen, welche Objekte Sie ausdrucken wollen. Ja. 1 Kilogramm ABS-Filament in der Farbe Weiß ist in der Basis mit dabei. Weitere Kunststoffe in anderen Farben zeigen wir Ihnen gleich noch im Anschluss. Übrigens auch Nachtleuchtende, die sind auch ganz, ganz toll. Mhm. Und dann suchen Sie sich das Objekt raus, drücken auf Start, packen vielleicht vorher noch die SD-Karte oben in den kleinen Slot rein. Ist alles selbsterklärend, auch im oberen Teil. Ja, und dann schauen Sie eigentlich nur noch zu, ja. Lehnen Sie entspannt zurück und schauen Sie zu, wie Ihr 3D-Drucker ein dreidimensionales Objekt fertig druckt. Und irgendwann macht es Piep. Und dann ist es fertig, dann nehmen Sie es von der Platte Tolle. Runter und können so, wie es ist, direkt in den Schrank stellen, verschenken, einsetzen, anmontieren, was auch immer Sie damit machen möchten. Und das war vor wenigen Jahren noch absolute Zukunftsmusik. Genial. Hier steht das Gerät leibhaftig und in Farbe vor uns. Und Software im Gesamtpaket von fast 800 Euro ist hier ebenfalls schon mit dabei. PV8611 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren 3D-Drucker. Mit Scanner und natürlich zweimal die Software, wie du es gerade gesagt hast. Einmal 3D-Sketch und einmal Dremodo im Wert von 800 Euro insgesamt. Das ist alles mit hier im Paket inbegriffen. Auch liebe Frauen, Sie dürfen ab sofort Ihren Schmuck selber designen und hinterher ausdrucken. Was man da für Geld mitsparen kann, ist natürlich toll. Allerdings nur weißer Schmuck wäre jetzt auch ein bisschen langweilig. Wie wäre es denn mit einer schönen korallfarbenen Kette? Zum Beispiel wie hier unser rotes ABS-Filament. Ein Kilo. Das ist das hier, kommt zu Ihnen nach Hause mit der Bestellnummer PV8604 und der 569 und für unter 30 Euro anstatt sonst knapp 50 Euro. Hier ein echtes Schnäppchen. Ich meine, du hast ja keinen Abfall, ja? Das heißt, das ist so sparsam, so ein Kilo reicht ewig. Klar, es kommt jetzt darauf an, wie groß das Objekt ist, was Sie sich drucken. Aber vom Prinzip her hat man ja keinen Abfall, weil der Drucker rechnet ja 1:1 das aus, was man natürlich auch braucht. Richtig, das heißt, du hast also eigentlich 100%ige Materialausbeute. Ja. Anders bei diesen Schnitzgeschichten, wo natürlich sehr viel Abfall anfällt, hier nicht. Hier druckt er Ihnen 100% des Materials drauf. Und wir haben unsere 1-Kilo-Rolle also mehrere Tage im Einsatz gehabt und die war noch nicht mal zur Hälfte leer. Zum Teil drucken wir heute noch mit der ersten Rolle. Ja. So, es gibt natürlich weitere Farben, zum Beispiel die Farbe Blau mit der PV8603 und der 569. Auch hier liegt der Preis bei unter 30 Euro. Nochmal bitte ein sehr hochwertiges ABS-Filament, ein sehr hochwertiger Kunststoff von der Stärke her, von der Robustheit her durchaus vergleichbar mit einem Tierknochen. Genau, das Ganze gibt es auch noch in so einem schönen sonnigen Gelb, PV8605 und die 569. Hier sehen wir nochmal das Blau. Übrigens, Gelb und Blau ist auch eine schöne Kombi, ne? Erinnert mich an das schwedische Möbelhaus. Ein Stück weit, ne? Man kann übrigens auch die Farben mischen, wenn man das möchte. Das funktioniert auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal zweifarbig drucken möchten, von mir aus in Gelb und Blau, wenn Sie von mir aus ein schwedisches Möbelstück oder was damit ausdrucken möchten oder irgendwas in diese Richtung, ist das ohne weiteres möglich. Wobei man hier natürlich jederzeit auch mit anderen Farben arbeiten kann. Wir haben so ein schönes Batman-Symbol, was Batman, glaube ich, normalerweise im Film an seinem Gürtel trägt. Das haben wir in Gold lackiert. Sieht auch ganz, ganz toll aus. Es ist ja auch schön, zum Beispiel, man hat ja auch so Lieblingsgeschirr, ja. Und wenn einem da mal was, ein Sammlerstück runterfällt, ist natürlich auch ärgerlich, wo man auch weiß, das finde ich nirgendwo anders wieder. Ja. Dann drucken Sie Ihren Lieblingsteller oder Ihre Lieblingstasse oder vielleicht ist es auch nur der Henkel, der abgebrochen ist, doch einfach nochmal nach. Gelb ist auch eine schöne Möglichkeit.
Möglichkeit hierfür, ne? So ein schönes sonniges Gelb. Oh ja. Oder für irgendwelche Bastel- oder Sammlerfiguren, ja. Ich meine, der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Gelb hat übrigens die Bestellnummer PV8605 und die 569. Und auch diese Farbe kommt für unter 30 Euro zu Ihnen nach Hause. Ja. So, nachdem wir Rot, Blau und Gelb kennengelernt haben, fehlt uns eigentlich nur noch eine wunderschöne Farbe, so ein richtig schönes, quietschiges Grün. Falls Sie mal einen Frosch ausdrucken möchten oder vielleicht andere witzige Geschichten, mal einen Busch, einen Baum oder was auch immer Ihnen da einfällt, ist die Farbe sicherlich richtig klasse. Auch da kriegen Sie immer ein Kilogramm auf der Rolle. Übrigens möchte ich noch ganz kurz erwähnen, du merkst es auch nicht, kann ich mir vorstellen, es riecht nicht. Nee. Auch wenn der Kunststoff geschmolzen wird und über die feine Düse aufgespritzt wird auf das 3D-Objekt, sodass Schicht für Schicht immer mehr von dem fertigen Objekt zutage kommt, es riecht nicht. Normalerweise würde man sagen, so Kunststoff, der erhitzt wird, der von mir aus auch flüssig gemacht wird, der fängt an zu stinken, um es ganz einfach so auszudrücken. Nein, man riecht es gar nicht. Erst recht nicht, wenn Sie den kompletten Korpus hier geschlossen auch halten. Auch wie er an sich arbeitet, sehr flüsterleise. Also man sehr kann leise. Sich nebenher noch unterhalten. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das ist aber unangenehm. Du hast gerade schon genannt, grün, was man damit alles drucken kann. Natürlich viele, viele verschiedene Beispiele. Auch hier könnte ich mir einen schönen Schmuck, eine schöne Kette in grün vorstellen. PV8606 und die 569. für unter 30 Euro. Sie können uns auch gern mal, wenn Sie den 3D-Drucker bereits schon haben, weil jetzt ist er ja endlich wieder lieferbar, können Sie uns auch gern mal Fotos schicken, was Sie damit alles ausgedruckt haben. Gerne. Das Ganze an redaktion@pearl.tv zeigen wir auch gern mal live in der Sendung. Es interessiert mich natürlich auch immer. Oder aber auch, Sie schreiben uns an Pearl TV, an die Zuschauerredaktion in der Pearlstraße 4 in 79 426 Buggingen. Ganz genau. So, ich hatte Ihnen eben verraten, dass wir auch drei verschiedene Farben haben, die in der Nacht anfangen zu leuchten. Und das ist natürlich mal genau das Richtige. Damit bringen Sie Kinderaugen, die Augen Ihrer Enkel durchaus mal zum Strahlen, wenn Sie vielleicht mal eine Figur aus irgendeinem Film, aus irgendeinem Zeichentrickfilm zum Beispiel, dreidimensional ausdrucken und die dann an Ihre Enkelchen verschenken. Drei verschiedene Farben haben wir. So haben wir unter anderem die Farbe Blau, die in der Nacht aufleuchtet, mit der PV8607 und der 569. Dafür müssten wir es mal komplett dunkel machen hier, damit man es sehen kann. Aber das ist wirklich schon richtig klasse. Deswegen heißt es auch Glow in the Dark, leuchtet also im Dunkeln. Kennst du noch diese Sterne, die man an die Decke ankleben konnte als Kind? Ja. Tagsüber haben sie sich mit dem Licht aufgeladen. Ja. In der Nacht, wenn du dann geschlafen hast, dann hattest du den Sternenhimmel über dem Bett. So ähnlich kann man sich das hier mit unseren Filamenten vorstellen. Wie gesagt, blau haben sie gerade eingeblendet gesehen. Das finde ich schon richtig genial. Oder irgendwelche anderen Figuren, ja, die dann in der Nacht leuchten. Das ist schon genial. Oder Schmuck, der dann leuchtet zum in der Beispiel, Nacht. Ja. Also die Mobile für die Kinder, für die ganz kleinen Kinder, die von mir aus auch in der Nacht, die Babys, die vielleicht mal wach werden und bevor sie schreien anfangen, dann von mir aus dann lieber mal mit ihrem Mobile spielen. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gibt es natürlich auch in Gelb mit der PV8609 und der 569. Die Glow in the Dark sind ein 10er kostspieliger, aber ich halte einen Preis für unter 40 Euro für ein Kilogramm des ABS-Filaments immer noch für ausgesprochen günstig. Zumal wir wirklich von einer absoluten Top-Qualität sprechen, die wirklich perfekt abgestimmt ist auf unseren 3D-Drucker, der ja einsatzfertig zu Ihnen nach Hause kommt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja hier schon mal so einen Handyständer ausgedruckt. Selbst wenn der noch nicht leuchtet, ist das schon echt eine geniale Farbe. Aber, weil normalerweise diese Leuchtsachen, die du hast, die sind ja tagsüber weiß. Und erst wenn die Nacht einbricht, leuchten die. Und hier, die haben ja schon bei Tag eine Hammerfarbe. So, Peppig. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch in der wunderschönen Farbe der Hoffnung, nämlich in Grün. Und also auch Glow in the Dark in Grün mit der PV8608 und der 569. Auch das ist wirklich eine schöne, knallige, peppige Farbe. Können Sie auch wieder hier Sachen ausdrucken, also was Sie möchten. Du hast es auch vorhin gesagt, gerne mal kombinieren. Also auch diese Möglichkeit besteht. Und hier kommt auch ein Kilo zu Ihnen nach Hause auf diese Rolle, dieses ABS-Filament. Für unter 40 Euro, Zum Abschluss noch eine ganz, ganz kleine Geschichte, die ich in der letzten Woche erlebt habe. Es war ja so die Oktoberfestzeit, nicht nur in München, in ganz Deutschland wurde ja Oktoberfest gefeiert. So auch bei uns in Köln. Und ein Bekannter kam zu mir und sagte, du, ich habe hier meine Lederhose, alles gut. Ich habe auch meinen Trachtenjanker im Keller gefunden, auch mein kariertes Hemd. Mir ist noch beim Trachtenjanker so ein dicker Hirschknopf abgefallen. Den kriege ich natürlich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Es war Freitagnachmittag, bis ich da jetzt in der Stadt bin oder was, wer weiß, wo ich das Ding überhaupt kriege. Ich sage, hättest du mir das mal einen Tag vorher gesagt, hättest du mir einen
entsprechendes Layout geschickt, hätte ich es dir ausgedruckt, wäre in 2 Stunden passé gewesen, hättest du heute Abend einen intakten Janker gehabt. Also, das sind nur so kleine Beispiele. Ja. Sie werden, wenn Sie den Drucker zu Hause haben, wahrscheinlich den ganzen Tag über sitzen und alles das, was Sie sehen, tatsächlich ausdrucken wollen. Er ist ausgesprochen ergiebig, er ist leistungsstark und er liefert genau das Ergebnis, was Sie sich vorstellen. Greifen Sie bitte zu. Ja, ja, das Praxisbeispiel war jetzt wirklich schön und Sie haben bestimmt noch viele, viele andere tolle Ideen. Dann schlagen Sie jetzt zu, anrufen oder im Internet bestellen. Viel Spaß!